Letztes Jahr der Verfassungsartikel, jetzt stimmen sie ab über das Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin. Dafür wollte er sagen, das hilft betroffenen Paaren, ein gesundes Baby zu bekommen. Die Gegner finden, das ist der erste Schritt zu einer Gesellschaft, wo die Schwachen keinen Platz mehr haben. Heute in der Arena. Gesundheitsminister Alain Berset. Er sagt, das neue Fortpflanzungsmedizingesetz hilft betroffenen Paaren. Sie müssen für eine PID nun nicht mehr ins Ausland fahren. EVP-Präsidentin Marianne Streiff-Feller erwidert, mit dem neuen Gesetz steigt der Druck auf Eltern, kein behindertes Kind zu bekommen. FDP-Nationalrätin Regine Sauter sagt, es ist absurd, dass Untersuchungen, die heute während der Schwangerschaft möglich sind, nicht schon im Reagenzglas erlaubt sein sollen. SVP-Nationalrätin Yvette Estermann warnt. Mit dem neuen Gesetz wird im Labor bestimmt, was normal ist und was nicht. Und das geht zu weit. Außerdem in der Arena Bruno Imturm, Fortpflanzungsmediziner und Befürworter der Vorlage. Und Madeleine Flürler von der Behindertenorganisation Insieme Schweiz. Sie ist gegen das neue Gesetz. Die Arena, moderiert von Jonas Paul. Guten Abend miteinander. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Sehr verehrte Gäste, danke, liebes Publikum. Herzlich willkommen, Sie die Heim. Herzlich willkommen in der Arena, Herr Bundesrat, Herr Berset.